Ja, bis einer kommt von Radio SAW. Das finde ich klasse, dass so viele heute da waren. Und es hat richtig Spaß gemacht. Gleich geht es natürlich weiter hier. Ich habe die Linda Hessler schon gesehen. Die Maschine habe ich auch schon gesehen. Ja, und ich bin gespannt, wer da noch da ist. Bleibt also alles, wird hier sehr, sehr spannend. Ich komme natürlich gleich nach vorne zu meiner Frau. Simone, gibt es Autogrammkarten natürlich, ganz klar. Ich signiere CDs, DVDs und T-Shirts, wenn ihr mögt. Also, und der Scholle, den muss ich gleich erstmal fragen, ob der jetzt wirklich gleich da mitgetanzt hat oder ob er nur geguckt hat. Also, warte mal noch ein bisschen ab. Ich rede einfach noch so ein bisschen weiter, wieso denn das so weit ist. Und dann kommt aber die Andrea, das würde mir genauso beliebt werden. Aber können Sie einfach weitermachen? Das ist toll. Ja. Aber man hatte mir ein Schild hingehalten, 10 Minuten. Und dann musste ich also dann natürlich mich beeilen. Und dann habe ich die 10 Minuten gehalten. Also hätte ich mir 15 Minuten geschrieben. Ich habe so viel jetzt noch im Gepäck, also der war kein Problem. Ich habe fleißig mitgetanzt. Ich habe es gesehen, das finde ich sehr schön. Wieso schwitzt du denn dann nicht? Ich hatte noch ein Handtuch hinten backstage. Ich habe auch eins. Ne? Ja, nee, auch noch eins. Ja, also es geht natürlich munter weiter, ist klar. Jetzt werden wir hier erstmal, Scholle, was mit dir? Ja, ich fühle mich wohl. Mir hat es gefallen und jetzt frage ich mal die Kinder. Hat es euch auch gefallen? Ja! Volker, danke für den geilen Auftritt. Das hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ich glaube, die Kinder hatten jetzt ihr Highlight. Und jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die Erwachsenen. Obwohl, ich glaube, wir haben ganz schön mitgefiebert hier, oder? Also ich sage dann nochmal ganz herzlichen Dank, also war wirklich klasse. Ich muss auch sagen, danke, dass ihr so toll durchgehalten habt bei diesem Wetter. Das ist nicht selbstverständlich, da kann man auch gerne mal sagen, ich gehe nach Hause und gucke unter die Dusche. Aber toll, dass ihr alle da gewartet seid. Vielen Dank dafür. Oh, wenn ihr jetzt gedacht habt, Mensch noch. Kommt also raus. Das hätte ich mir gerne noch viel, viel mehr angehört. Nehmt die CDs mit nach Hause, packt sie nachher auf der Heimfahrt ins Auto rein. Und ihr habt Kinder, die auf der Rücksitzbank sind. Und diesmal sich, wann sind wir zu Hause? Wann sind wir zu Hause? So, komm, lass uns doch mal ein bisschen fahren. So, viel Spaß, es hat Spaß gemacht mit Volker. Und jetzt sehen wir gerade, hier wird schon wieder gebaut, hier im grünen Trikot, der Mann der Deutschen.